So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und der Ramses ist nackt, ne? Hui, wie man hier sieht, denn ich bin ja nicht bei mir, ich bin jetzt beim Iswo und warte eigentlich, dass er heimkommt. Hab gedacht, hau ich mal schnell Infovideo raus, nicht Spaß, der sitzt eigentlich hier neben mir, aber eben war er noch nicht da und deswegen wollte ich mal schnell noch ein Infovideo raushauen, weil es tut sich ja schon wieder einiges bei Pokémon Go und ich habe ja gesagt, neben allen Dingen, die wir hier so machen, was jetzt so online kommt an Videos, will ich ja trotzdem auch schauen, dass ich noch Pokémon Videos bringe. Morgen ist ja wieder Raid am Mittwoch, was ich auch hier irgendwie filmen muss und habe extra mein Hemd mitgenommen. Heute wollen wir mal gucken, denn es ist wieder ein neues Event angekündigt mit Meisterdetektiv Pikachu zum gleichnamigen Film, der in die Kinos kommt, um dann mal richtig Werbung zu machen, den Hype zu generieren, gibt es ein neues Event mit Pikachu. Und das Ganze startet heute Abend am, ist heute Dienstag? Ja, Dienstag, der 7. Mai, heute 22 Uhr abends geht's los. Eigentlich wollte ich morgen ein Video machen, wie ich so ein Pikachu mit Detektivmütze fange. Aber weil ja morgen Raider Mittwoch ist, kann ich das ja heute schon mal ankündigen. Und wenn wir eins kriegen, können wir das mal irgendwie anders noch einblenden, da ein Video drüber machen. Heute Abend, 22 Uhr, geht's also los. Verschiedene Sachen, ihr habt ja alle die Ingame-Benachrichtigungen bekommen, natürlich. Das Beste ist auch, es gibt doppelte EP für das Fangen von Pokémon, neue Avatar-Artikel, aber gut, die braucht man meistens nicht. Wenn sie kostenlos sind, dann zieht die sich natürlich jeder wieder an, wie damals den Carpador-Hut, aber die meisten Sachen bringen die ja immer nur zum Kaufen, wird trotzdem gekauft. Bei mir nicht so, außer das Gengar-Zeug, das habe ich mir mal gegönnt. Besondere Feldforschungen gibt es natürlich auch während des Events. Besondere Raid-Bosse, bestimmte Pokémon, die in dem Film dabei sind und die Hauptrolle spielen oder häufig vertreten sind, gibt es dann auch häufiger in der Wildnis, spawnen wild und auch Raid-Bosse ändern sich wieder mal. Also wir sind gespannt, was dann noch auf einen zukommt und wer noch leveln will, wer noch Punkte braucht, geht raus, nehmt die doppelten Fang-EP mit. Was aber noch genialer ist, also das Ganze geht jetzt vom 7. Mai bis zum 17. Mai, auch wieder bis abends. So, Griffel. Griffel wird erstmals in seiner schillernden Variante verfügbar sein. Also gönnt euch Shiny Griffel, dieser blöde Affe mit den Händen, den man zu Ambidiffel weiterentwickeln kann. Das ist auch eine gute Sache. Gönnt euch Shiny Griffel, gönnt euch Pikachu, was euer Foto bombt, wenn ihr nämlich Pokémon über die Go Snapshot Funktion fotografieren wollt, kann da also ein Pikachu mit Detektivmütze reinspringen, was ihr dann fangen könnt, das auch dazu. Aber was richtig genial ist und was jetzt damit nichts zu tun hat, aber auch neu an Infos reinkam, ist folgendes: Es gibt neue Lokmodule. Noch nicht jetzt, aber bald, demnächst. Vielleicht hat das Ganze was mit in zwei fehlenden Evoli-Entwicklungen zu tun oder auch Nasknet, was man noch weiterentwickeln kann und Magnezone, was noch reinkommt, was man weiterentwickeln kann. Da hat die Pokézone-Seite was drüber berichtet, haben da auch mal so Bilder angefertigt, wie das aussehen könnte, die Lokmodule, aber auch mein MMO hat darüber berichtet. Oh, mein MMO hat darüber berichtet. Alle Artikel gehen raus, alle freuen sich, alle sind gehypt schon wieder. Es gibt immer was Neues bei Pokémon. Und mein MMO berichtet da, dass die drei Lokmodule folgendes sein werden. Es wird eins geben, was Pokémon anzieht, die Kälte lieben. Was ja also dann ja, für eine Evoli-Entwicklung sprechen könnte. Und natürlich auch, wenn ihr noch weitere Schnee, Eis, Pokémon fangen wollt, könnt ihr euch da gönnen. Schneebedeckt fällt mir da gleich als erstes ein. Vielleicht könnt ihr auch Jurob damit ansaugen, sage ich mal. Jetzt, was es als Shiny gibt, ist ja eigentlich auch vom Typ Wasser, Eis. Vielleicht ist auch nur die Entwicklung vom Typ Eis. Dann natürlich Pokémon, die Moos lieben oder auch generell Gras-Pokémon. Alles, was da so Gras- und Pflanzen-Pokémon, sage ich mal. Und Pokémon, die ein Magnetfeld besitzen. Passend zum Event in Berlin könnt ihr also euch ganz viele Magnetilos um euch rum versammeln. Und vielleicht ein weiterer Punkt auf Magnetzone eben, dass das dadurch dann irgendwie
entwickelbar ist, mit eingeführt wird. Das steht noch in den Sternen, wann das alles kommt. Aber es sind auf jeden Fall Sachen gefunden worden. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es ganz fix, dass das wirklich dann im Spiel ist. Und auch Nasknet ist ja irgendwie vom Typ Stahl, glaube ich, mit dabei. Und dann hat vielleicht auch damit zu tun, denn das und Magnetzone, die zwei fehlen eben noch, um sie entwickeln zu können. Wir sind also gespannt und der Arm stirbt schon wieder ab und ich hau mich jetzt wieder auf den Sessel, schneid fix das Video, hau das hoch und dann kommt natürlich noch ein Teil auf die dicken Tour. Ich glaube, der kommt erst morgen. Es ist ja heute schon ein Video angekommen von der dicken Tour, die Anreise, die Zugfahrt, alles. Wir werden noch Burger testen, wir werden noch zur Biermesse gehen, wir werden noch zum Friseur gehen, am Kaugummiautomat, Kaugummis ziehen. Es wird noch einiges passieren, also schaut immer mal vorbei beim dicken Ramses. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.